Sovesenbeck, Kölner Karriere. Bevor wir hier ins Pokalspiel gegen Preußen starten, kümmern wir uns mal hier um unsere Spieler hier, die Angebot haben. Ja, das nehmen wir direkt mal an, glaube ich. Dietz brauchen wir nicht. Und ja, knapp 900.000 nehmen wir doch gerne mit. Dann haben wir hier Marvin Schwebe. Darmstadt ist dran, 7,8 Millionen. Oder gehen wir ein bisschen in die Verhandlung? Muss ich rausschneiden wegen Musik, habe ich letztes Mal schon Probleme gehabt wieder. Gut, das haben wir verkackt. Ich habe 9,8 geboten. Ja, war den ein bisschen zu viel, aber gut, dann haben wir keins. Tauschgeschäft. Lehnen wir ab. Tauschgeschäfte mag ich nicht, weil ich will keinen random Spieler haben. Leih zum Kauf. Von Celtic an Olesen. Gehen wir mal in die Verhandlung. Wir können gerne ausleihen. Aber ohne kaufen. Sehr gut, dann haben wir Olesen ohne Kaufoption ausgeliehen für ein Jahr. Wir übernehmen zu 40% das Gehalt. Das sind knapp 3000. Das passt. Und hier würde ich auch gerne nur eine Leihe machen. Okay, das hat nicht funktioniert, aber mit dem habe ich vielleicht noch was vor. Deswegen erstmal nur ausleihen, aber jetzt gerade erstmal brauchen wir ihn nicht. Gut, und dann geht's ran ins erste Spiel. Also ins richtige erste Spiel der Saison. Warte mal, wir haben hier noch ein Angebot von Hertha für Thielmann. Das wird natürlich direkt abgelehnt. So, gehen wir ins erste Spiel der Saison rein. Das ist unsere Aufstellung. Ja, Kommentatoren sind aus. Musste ich mal kurz checken, weil im Rush-Modus habe ich Kommentatoren. Das ist völlig verbuggt alles wieder. Und jetzt starten wir rein. 3 Minuten, Legende. Ja, auf geht's. Bin gespannt, wie sich das Team spielen lässt. Ein bisschen Angst. Thielmann. Lempele. Downs haben die auch respektlos gemacht, das habe ich schon gesehen. Also Downs sieht wirklich respektlos aus. Guck mal, was ist das für eine Frisur, Bro. What the fuck? Warum sieht er aus wie eine Frau? Also der ist wirklich respektlos gemacht. Da hoffe ich, kommt dann demnächst mal hier ein Update, weil das die Frisur, Bro, was ist auch Reezy. Der sah, den spielen wir jetzt übrigens gerade gar nicht, ist mir aufgefallen, perfekt. Jo, 1-1. Auch Reezy haben mich so verkackt, ey. Die sahen im letzten FIFA beide einfach viel besser aus, irgendwie. Oder allgemein. Können jetzt daran liegen, dass vielleicht Köln Liga 2 ist, dass die sich da weniger Mühe geben, aber what the fuck, was haben die mit Downs gemacht? Also so, aber jetzt Concentration hier aufs Game. Ja, genau. Deswegen nämlich 2-1 für Preußen. 20. Ich nehme das hier einen Tag später auf, nach dem Spiel KSC gegen Köln. Das war ja auch ein nur zum Zuschauen geiles Game. Ich bleib dabei, Thielmann geht völlig unter da hinten rechts auf, also im Real Life auf der Position ist. Ja. Oh, Lempele ist mal ein schöner Schuss, also Thielmann hinten rechts ist da völlig verloren, sage ich. Ich weiß auch nicht, warum man das immer noch durchzieht. Da uns wieder frei, also der läuft sich gut frei hier. Ich weiß noch nicht, ob ich bei der Formation hier bleibe, das fühle ich nicht ganz so. Vielleicht eine andere Formation. Eigentlich mag ich es lieber mit einem Stürmer so. Aber wir, muss ich mal schauen. Erstmal müssen wir jetzt schauen, dass wir kein drittes Tor hier kassieren. Gar keinen Bock,
in der ersten Runde des DFB-Pokals auszuscheiden. Halbzeit hier erstmal. Wir lassen es erstmal so. Ich strebe an, so in der 70. mal zu wechseln. Fingerhilfe. Einer. Ah, fuck. Vielleicht sind auch 3 Minuten ein bisschen zu kurz. Muss ich nochmal. Also eigentlich haben wir das die letzten Karrieren immer so gemacht, dass wir 3 Minuten gemacht haben. Aber 4 wären eigentlich auch noch drin. Weil wie jetzt zum Beispiel liegen wir jetzt 2 Tore hinten und das ist ein Bruch. Das in 3 Minuten eine Halbzeit aufholen ist ein bisschen schwierig. Lemperle. Downs. Scheiße. Das könnte ja hier ein richtig geiler Saisonstart werden. Was? Schön gemacht. Meiner jetzt mal mit ein bisschen Platz. Schöne Flanke. Komm da und schraub dich hoch. Scheiße. Downs. Schade. Wir werden gleich 3-mal wechseln. Fingriffe raus. Gerade rein. Ubicic raus. Usain Basic rein. Und Downs raus für Tigges. Mal sehen, ob es noch zu den Wechseln kommt, weil Zeit ist extrem schnell. Lemperle. Sehr schön durchgekommen. Rüber auf Downs. Und wir haben noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten. Zehn Minuten haben wir noch. Es wird schwer, vor allen Dingen so, wenn noch direkt ein Tor fällt. Ey, ich gehe kaputt. Alter, was ist das für ein Saisonstart? Ich kotze jetzt schon ab hier. Ja, das war's. Wir sind raus. Erste Runde im Pokal gegen Preußen Münster 4-2 verloren. Ja, perfekt. Die Spielpläne, was ist denn das auch hier schon wieder mit den Spielplänen? Warum müssen wir erst das Spiel gegen Ulm? Wieso ist das schon wieder so komisch, Alter? Warum ist das kein echter Spielplan hier? Was ist? Warum ist hier schon wieder alles verbuggt, alles im Arsch? Ja, Schere. Das nervt doch schon wieder, dass hier irgendwie alles so ganz komisch ist. Keine echten Spielpläne und so. Das hat mich schon beim Pokal verwundert. Da habe ich aber noch gedacht, ja, kann man. Ist halt so, aber hier in der Liga, dass wir da nicht mal einen richtigen Spielplan haben, das ist schon scheiße. Das nervt auch irgendwie. Aber gut, nächstes Mal starten wir voll rein in die Liga gegen Ulm. Direkter Bruch. Wir sehen uns. Ciao. Ayo.